herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Final Fantasy VII Rebirth. Ja, also wir haben die Seiten gewechselt. Wir sind jetzt einer von Shinra. Yippie! Und kämpfen uns irgendwo durch. Runenschwert. Um uns, ist das ein Zeichen, dass wir das gekriegt haben? Ist das vielleicht stärker als unseres? Das hat 37. Das hat 19 und 56. Ich würde aber das gern behalten. Wir behalten das. So, auf geht's. Wir müssen jetzt unsere Leute ein bisschen verteidigen. Schaden. Volle Kraft. Okay, einige von denen haben ein bisschen Schaden erlitten. Aber noch alles völlig in Ordnung. Spray. Kurzen Prozess. Kann ich zaubern? Feuer! Sehr gut! Und tschüss! Bis hier und nicht weiter. Kein Problem. Keine große Sache. Alle tot, ne? Jawohl. Unsere Jungs haben eigentlich relativ wenig Schaden genommen diesmal. Seelenohrring. Ich befürchte aber fast, dass es hier irgendwo noch so einen größeren Kampf geben wird. Na, sage ich doch. Nichts leichter als das. Mach dich auf was gefasst! Ziemlich schwach. Nimm mal Limiter, kurz Kreuzschlag, machen wir den hier. Das war's dann. Okay, können wir. Warte, können wir die Leute heilen? Heiltrank? Der hier? Gegenstände, Heiltrank.
Okay. Hätte nie gedacht, dass es mal so weit kommt, dass wir sogar die Feinde heilen. Irgendwelche Informationen zum Angreifer? Soll in Richtung Südjunon geflohen sein. Näher weiß ich auch nicht. Verstanden? Hier, vielleicht brauchen Sie es. Super tragen. Hier geht's bestimmt gleich richtig ab. Los, Kinderspiel. Die Hände schön nach oben. Was ist denn seine Schwäche? Kann doch nicht sein. Limiter, wa? Jetzt wird abgerechnet. Okay, die haben eigentlich relativ wenig Schaden genommen. Der eine hat mich sogar geheilt. Geiler Typ. Ist das richtig, oder? Sir, ich denke, es sind inzwischen alle informiert. Wir sollten auf Nummer sicher gehen. Jawohl! Hier kommt was Großes. Was zum Teufel ist das? Okay, wir müssen jetzt mal kurz den einen oder anderen hier heilen. Ich möchte die schon gern alle wieder mit da rausbekommen. Wir können uns von den Dingern ja noch Tausende machen, ne? So, den einen geben wir hier auch noch ein.
Und einen geben wir uns selbst. So, traumhaft. Prima. Oh, ist das bitter. Von allen, ne, wahrscheinlich. Ja, toll. Wir hätten es gar nicht machen brauchen. Verschweigst mir einfach, dass du an der Parade teilnimmst, mein Freund. Die Motorradstaffel passt doch viel besser zu dir. Sieh an. Dein Fräulein hat dich wohl sitzen gelassen. Wer sind die denn? Na, unsere Fans. Wusstest du etwa nicht, dass unsere Treffen inzwischen legendär sind? Bleib zurück. Sir. Du glaubst ja gar nicht, wie lange ich diesem Augenblick entgegengefiebert habe. Und dir geht es doch sicher genauso. Dann bringen wir es schnell hinter uns. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Zuerst brauchen wir die richtige Musik! Ernsthaft? Wir wollen uns prügeln und kein Porno drehen. Feuer. Was? Feuer! Du bist ja ein Lutscher. Ich kann euch nicht hören. Wir brauchen euch. Was wäre denn ein wahrer Kampf ohne das richtige Publikum? Meinst du nicht? Mein Freund. Du nicht. Verdammt! Brenne! Ausgezeichnet! Guck mal, ich zeig dir einen speziellen Trick, mein Freund. Hier. Komm! Darf ich dir mal einen neuen Freund vorstellen? Dein Motorrad gegen mein Titan. Ja.
Rakete. Ja, voll, Junge. Wie cool war das denn gemacht, bitte? Hier noch. Oh, ich dachte, er rollt über seinen Kopf. Da hätte ich mich aber gefreut. Da wäre Freude aufgekommen. Mir scheint, du wirst mit jedem unserer Treffen stärker. Mein Freund. Oder du schwächer. Mein Freund. Wer ist der Nächste? Na, das war ein Kampf nur zwischen uns beiden. Mein Freund verdient einen Salut! Du führst deine Leute, wie man es von einem Kommandanten erwarten würde. Bin stolz auf dich, mein Freund. Auch ich habe eine Einheit unter mir und weiß, wie das ist. Du verdienst Respekt. Deine Männer lieben dich und das gehört belohnt. Das ist für dich. Sicher? Klar, ich komm dir nach. Versuch's doch. Ich wünsch dir eine angenehme Reise, mein Freund. Danke, mein Freund. So, 3000 Gil nochmal mitgenommen hier. Hier machen wir doch mal die Taschen voll. Hat sich also gelohnt, dass wir den Leuten geholfen haben hier. Und deren Energie immer wieder aufgefüllt haben. Ich meine, wir werden dafür doppelt jetzt belohnt hier. Da ist noch was. So. Ich gehe mal davon aus, wir müssen danach, da lang, wo das Licht so grell ist. Ja, ich weiß nicht, gehören die jetzt zu uns? Nehmen wir sie mit, oder? Ui! Partyschiff! Ihr geht schon mal vor nach Südjunon. Bekommen wir keine Erklärung, Sir? Zu dem Typ auf dem Motorrad? Der ist ziemlich lästig. Ist uns aufgefallen. Was wir wissen wollen ist, warum sie versuchen, uns loszuwerden. Sind wir ihnen denn etwa so sehr im Weg? Oder könnte es sein, dass sie in Wahrheit der Attentäter sind? Nein. Ich wollte euch nicht täuschen. Tut mir leid. Bitte verzeihen Sie! Das war nur ein Scherz! Sie können nicht der Attentäter sein. Das war doch eine Frau. Aber wir haben verstanden. Wir sehen, dass Sie unbedingt alleine weiter wollen. Es tut uns leid, dass wir gestört haben! Bitte um Verzeihung! Nicht doch. Alles in Ordnung. Es war Ihre Führung, die uns zusammengebracht hat. Sie haben uns den Sieg ermöglicht. Dabei kennen wir uns ja eigentlich noch gar nicht so lange. Ich habe das Gefühl, nur dank Ihnen sind wir eine echte Einheit geworden. Das geht mir genauso. Wir waren wirklich großartig. Und es tut mir sehr leid, aber hier trennen sich unsere Wege. Sehen uns doch wieder? Ja, sicher.
Cool gemacht, aber. Macht's gut, Freunde. Coole Jungs, ne? Ich meine, letztendlich machen sie ja alle nur ihren Job irgendwie, irgendwo. Und, ja, sind hier einer Sache angeschlossen, weil sie es wahrscheinlich nicht anders wissen, nicht besser wissen, nicht anders kennen oder wie auch immer. Dennoch, gute Jungs. Ich hoffe, dass wir nicht eines Tages auf die treffen und die töten müssen oder so oder gegen sie kämpfen. So, wo ist denn meine vertraute Gang? Jetzt konnten wir ja einmal mit Profis arbeiten, jetzt müssen wir wieder mit unseren Haufen arbeiten. Immerhin ist dem Direktor nichts passiert. Könnte das Schiff nicht mal langsam ablegen? Shinra wird den Kahn schon überwachen. Wurde der Attentäter schon festgenommen? Cloud! Alles okay? Ja. Gut, na dann. Ich hoffe, ihr seid alle bereit für eine lustige Seefahrt mit den Jungs da. Okay, nächster. Sie überprüfen alle. Was nun? Wir gehen hinten rum. Natürlich machen wir das. Wurde der Attentäter schon festgenommen? Könnte das Schiff nicht mal langsam ablegen? Oh, war ja. Ich glaube, da kommt Barrett ins Spiel. Kann ich euch helfen? Wir haben bei die Ehrenauszeichnung gewonnen. Und mit ihr eine Überfahrt nach Costa del Sol. Der Direktor selbst hat uns das zugesagt. Davon habe ich nichts gehört. Der Direktor hat eben viel zu tun. Gehören die da auch zu euch? Wo kommen die denn her? Kapitän, wir brauchen sie sofort an Deck. Da prügeln sich welche. Na, die Fahrt kann ja heiter werden. Die zweite Klasse ist frei. Wir haben äußerst feine Gesellschaft an Bord, also benehmt euch entsprechend. Na sicher. Und du wirst mir schön arbeiten. Ei, Sir. Der Hund muss in den Frachtraum. Verstanden. Alles gut. Diese mit den Kunden sind schon unheimlich. Alles klar, Schiff. Halt, stopp! Wartet gefällig! Hey, ich will auch noch mit! Hört ihr mich? Ich will mit! Hier geblieben! Die Ehrenauszeichnung. Kapitel 5. Eine Schifffahrt mit Hindernissen. Oh, schön. Was bist du denn? Diese Jugend, unerhört. Die Luft schmeckt anders hier, nicht wahr? Welten besser als in Midgar. Keine Frage. Mir ist sie ehrlich gesagt etwas zu salzig. Gar nicht übel. Ich sehe mich mal etwas um. Du bist im Frachtraum, Hund. Oh, wie cool. Guter Junge.
Ein toller Moment. Und was wurde aus Fass? Den habe ich zum Glück nie mehr gesehen. Aber bei Leuten von seiner Statur wird mir immer noch mulmig. Glaube ich dir. Erzähl gern weiter, wenn du magst. Okay. Wir kommen zum spannenden Teil. Oh ja. Noch was Schlimmeres passiert? Vorhang auf für meine erste Liebe. Ja, dann leg los. Claude. Wir sind's. Schwarzkurten sind alle in der zweiten Klasse. Von Verfolgern keine Spur. Kein Grund mehr, sich zu verkleiden. Wirklich? Dann noch ein letzter Salut. War eine Ehre. Wegen Rufus' Vorschlag. Also, die Ninja-Göre hat zwar alles 1A versaut, aber ehrlich gesagt, bin ich ganz froh drüber. Shinra bleibt Shinra, egal wer den Laden führt. Mit denen verhandeln wir nicht. Punkt. Verehrte Passagiere, willkommen auf der Shinra 8. Hier spricht Ihr Kapitän Titov. Unser Schiff befindet sich planmäßig auf der Überfahrt nach Costa del Sol. Bitte versüßen Sie sich die Zeit an Bord mit unseren zahlreichen Annehmlichkeiten. Unter anderem erwartet sie die Möglichkeit, an einem Blut-der-Königin-Turnier teilzunehmen. Wer sich für die spannenden Wettkämpfe anmelden möchte, kann dies in Kürze in unserer Lobby tun. Ein richtiges Blut-der-Königin-Turnier. Komm! Die sind ja top motiviert auf das Turnier. Ein kleiner Moment des Friedens, ne? Für Unterhaltung ist gesorgt. Hauptstory. Gut, dann würde ich vorschlagen, warte mal, wir gucken mal, was hier so ist. Ja, da werden wir wahrscheinlich das Turnier in der nächsten Folge spielen müssen. Ich fand das eine sehr coole Folge und auch ein ich finde das richtig cool gemacht, so mit diesen Momenten und diesen, was da alles zugehört und diese Kleinigkeiten mit dem Hund, wenn die Kinder da kommen. Das ist mega gemacht, wirklich top. Das Spiel gefällt mir richtig, richtig gut. Ich würde jetzt dennoch einmal die Folge beenden. Morgen geht's ja direkt weiter. Ich würde mich freuen, wenn du mir was da lässt oder wenn du mir was da lässt. Pass auf dich auf und wenn du Bock hast, sehen wir uns morgen direkt wieder. Oh, Entschuldigung. Ciao, ciao.